Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Fatboy. Hi, Helsia. Ich bin Helsia, die beste Kräuterkennerin in ganz Stratos. Ich bereite gesunde Tränke mit roten Samen zu. Verkaufe auch ein paar Samen, falls du sie brauchst. Wie kann ich dir helfen? Roter Samen, LP-Trank. Ich nehme mal an, LP-Trank erhöht meine Gesamt-LP. Was ich ganz töpfte fände, aber ich habe kein Geld. Weder für den Samen noch, ne? Also erstmal windiger Wald. Und hier gibt es dann scheinbar auch ein Kätzchen zu finden. War das ein Kätzchen? Oder ein Welpe? Na egal. Es gibt etwas zu finden. Wir werden es finden. Ich habe übrigens nach dem ersten Part dann nochmal den Ton ein bisschen runtergeschraubt vom Spiel. Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist, könnt ihr mir gerne sagen. Ein Moment, was zur Henne? Ja, hier haben wir wieder Screen Grab. Jetzt echt, wie macht man das? Moment, das kann ich nicht. Doch, kann ich. Theoretisch. Läuft nicht gut. Läuft nicht gut. Stage 1. Das ist also Stage 1 des Videos bringt mich erstmal direkt fast um. Aber nur fast. Nichts. Na gut. Will ich jetzt erstmal so glauben. Au. Ah, ich weiß nicht, ob ihr euch hier noch erinnern könnt, aber ich habe damit sehr viele Probleme gehabt. Mit dem Wind, das wird bestimmt witzig. Ah, hat mir selber wehgetan. Und das nicht mal wirklich absichtlich. Kein Geheimnis, wie langweilig. Und ich weiß nur noch, dass wir hier definitiv auch nicht alle Geheimnisse... Geht das weg? Warten, warten, warten. So, das ist mal links, mal rechts, um Gottes Willen. Wir haben definitiv nicht alles gefunden, als wir das erste Mal gespielt haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesmal alles hier finden werden, aber... Na gut, fein. Dann halt so. Oh mein. Man. Aber Geld, Geld. Und ich habe es verpasst, weil ich zu eifrig war. Ah, das sieht so nach Secret aus. Das sieht so nach Secret da unten aus. Kann man, also ne, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber das sah sehr nach Secret aus. Und ich glaube, dasselbe Problem hatte ich damals auch in der Demo. Dachte mir, hey, das sieht nach Secret aus. Und dann bin ich ziemlich oft daran verreckt an dem sogenannten Secret. Wow. Na, und jetzt komme ich auf den glorreichen Gedanken, dass ich ja theoretisch auch die Technik dafür habe eigentlich, ne? Aber nein. Ah, frick. Mami, wie dumm von mir. Ich habe vergessen, dass ich fliegen kann. Ja. Ja. Ja, wie ein echter Profi. Ja.
Auf jeden Fall ein neuer Samen. Das heißt, der LP-Trank kann im nächsten Part uns gehören. Hört das hier auf? Na, ja, wahrscheinlich nicht. Aha. Gut, haben wir schon mal einen Tape, einen... Ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich so merkwürdig rapide und schnell nach da oben komme. So, haben wir hier wieder Screen Wrap. Wir haben wieder Screen Wrap. Okay. Wow. Okay. Erstmal vorsichtig ansehen, worum es hier geht, und dann können wir drüber nachdenken, ob wir da lang wollen. Ich habe das Gefühl, dass da oben was sein könnte. Aber wenn... Dann ist es echt schwierig zu bekommen. Zumindest mit den Techniken, die ich gerade drauf habe, also... Böse in Form von... Wie heißen die Dinger? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Geworfenen Stöckchen in dem Fall. Oh nein. Ich hätte... Ah, das Ding hat doch wahrscheinlich... Es hat doch jetzt Screen Grab. Egal. Gesundheit geopfert für die gute Sache. Oder halt auch nicht, weil das war Schaden, den ich theoretisch hätte vermeiden können. Egal. Schöner Raum. Na, nicht zu viel, was mich umbringen will. Leitern, die ins Nichts führen. Wer hat das gebaut? Tja. Das ist hier quasi der Mega Man-Bildschirm. Ich glaube, aus 2 tatsächlich. War es wahrscheinlich Dr. Wally. Zumindest steht die Vermutung. Aha, es ist also tatsächlich immer er und er verkauft mir immer so ein Ding. Der Granitblock dort hatte keine Chance, du hast ganz schöne Muskeln. Ich irre jetzt seit Stunden in diesem Wald umher. Egal, wohin ich gehe, ich bewege mich immer im Kreis. Ah, okay. Also wenn es hier eine Katze oder einen Welpen oder wie auch immer gab, dann habe ich ihn nicht gefunden. Au. Ich wollte eigentlich mit meinem Sprung dann noch das Ferkel verprügeln, aber es hat nicht sollen sein. Okay, ich glaube, wir sind sogar schon beim Boss, ja. Starlet Twirl! Es freut mich so, dich gefunden zu haben. Wie auch immer, ich gebe heute keine Autogramme, Jungle Boy. Wir sind hier, um dir zu helfen. Sora, geht es dir gut? Nur wenn du ein Flugzeug aus Stöcken und Blättern bauen kannst, sonst nicht. Ich bin an diesem dreckigen Ort aufgewacht. Hier gibt es nicht mal WLAN. OMG, wie soll ich meine Selfies posten? Und wo ist der Idiot von meinem Manager? Ich muss so schnell wie möglich hier weg. OMG, was, wenn ich es nie hier wegschaffe? Ich kann an einem Ort wie diesem nicht leben. Es könnte Spinnen geben. Erstaunlicherweise haben wir die nicht gesehen. Bad Boy, hört deine Freundin jemals auf zu reden? Sie redet mehr als ein mit Koffein vollgepumpter Glockenvogel. Aha, ein sprechender Papagei. Wie süß. Ich werde dich Peachy nennen. Hey Prinzessin, ich lass mich lieber rupfen, als deinem Gelaber zuzuhören. Oh Peachy, jetzt bist du aber echt fies. Lass mich dir Manieren beibringen. Ah nein. Ah nein, ich erinnere mich so dunkel dran.
Aber zu dunkel, um noch genau zu wissen, wie ich den Kack hier ausweichen kann. Oh mein Gott. Süße, süße Stille. Das tut mir leid, Sora. Bist du wieder bei uns? Okay, jetzt reicht's. Du wolltest es so. Mein wunderschönes Haar, es ist ganz durcheinander. Uh-oh. Peachy Angst. Das wirst du büßen. Ah, die hat mir so viele Fehlversuche in der Demo beigebracht. Oh mein Gott. Was ist los? Bad Boy? Ich erinnere mich, Kontrolle über meinen Körper verloren zu haben. Dieser Zauberer in der Schule hat euch allen das Gehirn gewaschen. Und du bist gekommen, mich zu retten? Das ist so mutig. Kein Problem. Kein Problem, sagt er. Wir hätten es beinahe nicht überlebt. Wer ist das süße Ding? Oh, das ist Garo. Sehr erfreut, Garo. Ja, ja. Ryosuke, ich glaube, etwas Band-Action im Repertoire wäre ganz hilfreich. Band-Action? Du wirst es lieben. Werd ich das? Oh, okay. Dreieck dafür drücken, kommt mir so ein bisschen merkwürdig vor, aber gut. Muss ich mir halt nur merken, alles machbar und so. Erst der Feind, dann der Ast. Oh yeah. Ups. Ich muss mich echt überlegen, wie ich da weiterkommen kann. Schau nicht nach unten. Gute Arbeit, Bad Boy. Yeah. Bad Boy is in the house, yo, yo. Und jetzt habe ich aber 3 Samen. Das heißt, ich müsste jetzt einen LP-Trank kriegen können. Maximale Gesundheit erhöht. Ja. Das will ich. Meine Gegner machen mir Angst. Also die normalen Gegner machen mir keine Angst, aber die Bosse machen mir Angst und das reicht ja schon. Hang zu Süßem. Dafür brauche ich also eine Menge Fähigkeiten, weil. Also zumindest eine mehr. Okay. Wir haben ja noch ein Haus. Stasias Laden. Lass mich raten. Du, ja, grüne Samen. Hallo, ich bin Stasia. Meine Schwester Hesia kennt ihr vielleicht schon. Egal, was sie sagt, ich bin die beste Kräuterkennerin von Stratos. Ich bereite mit grünen Samen Ausdauergetränke zu. Ich habe auch ein paar Samen zu verkaufen, wenn du sie brauchst. Wie kann ich dir helfen? Gib mir mehr AP. Yes! Yes! Das ist allerdings keine eigene Shop-Musik, was ein bisschen traurig ist, aber gut. Guck, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube nicht, aber. Ah, man könnte natürlich. Ja, das könnte funktionieren. Okay, Moment. Warum muss ich sowas finden? Au. Ouch.
Später. Obwohl. Ich bin jetzt hier wieder rein, weil ich dachte, jetzt müssten wir den goldenen Samen bekommen. Aber ich müsste auch auf 300 Juwelen kommen, bis wir da sind. Bin nicht sicher, ob wir das hinbekommen, aber gucken wir mal. Also jedenfalls nicht. So schon eher, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Wahl war, aber ich... Ich will zumindest probieren. Was soll ich sagen? Kaum hab ich ein bisschen mehr Energie, bin ich so, was soll schon passieren? Lauf einfach in jeden Angriff rein. Was soll schon schief gehen? Da ist einfach nichts. Wer hätte es erwartet? Sieht sehr schlecht aus. So lang ist das Level nicht. Ist aber egal. Ich glaube leider... Also glaube ich. Oder kann man hier einfach farmen? Mal kurz gucken. Ja, das haben sie bedacht. Diese schlauen Macher haben das leider bedacht. Yep. 110. Das wird knapp. Immer noch knapp. Aber nimm Form an. Da lang, da lang, da lang, da lang. Also ich glaube ja, wenn man Speedruns wirklich gerne sieht und spielt, vor allen Dingen spielt, dann kann das hier mit den richtigen Techniken hintenrum echt, echt gut werden. Wird sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Natürlich andersrum, wenn es klappen sollte und ich bis dahin genügend Kohle habe, kann man fast 300 Juwelen hier sammeln, was auch nicht verkehrt ist. Brauchte ich? Das sieht gut aus. 22 noch. Machbar, machbar. 2. Wenn es jetzt an 2 hapert, dann fresse ich einen Besen. Es hapert nicht an 2. Es hätte allerdings fast daran gehapert, dass ich hier wie so ein Depp all meine Techniken raushaue, ne? Und jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nein. Was gibt's nur bei mir? Krieg ich zufällig beim Speicherpunkt zurück immer wieder? Das wäre voll cool. Ansonsten gibt's natürlich noch die Variante, ich stürze mich in meinen Tod oder so. Danke. Oh man. Es war nicht gut, nein. Aber naja. Flieg, kleiner Piggy. So, jetzt aber. Tatsächlich. Hast du die Ruinen hier gesehen? Sieht aus, als wäre hier früher eine riesige Stadt gewesen. Was wohl geschah?
Die Architektur unterscheidet sich von den anderen Gebäuden in Stratas. Suchst du Samen? Ich verkaufe einige. Ja, das dachte ich mir. Cool. Ich frage, also wir wissen jetzt, ne, klar, Rot, Gesundheit, Grün, Ausdauer. Wofür ist Golden? Bin sehr gespannt, wofür Golden sein wird am Ende. Nur damit das auf jeden Fall... Oh, Moment, ich muss im... Die Bosskämpfe bleiben da? Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Anyway. Könnten wir versuchen... Und will ich aber gerade nicht. Na, probieren wir erstmal noch ein Level aus. Noch haben wir Zeit dafür. Ozeanküste! Ach du liebe Krabbe. Wir sind schnell. Ah, ihr habt schon bessere Krabben gesehen. Oh nein. Oh, wo ist ein Heimgang? Gib mir. Aber was heißt da ist ein Geheimgang? Das ist irgendwas. Oh ja, wir werden einfach die Level in Reihenfolge spielen, weil ich keinen direkten Sinn dahinter sehe, die nicht in Reihenfolge zu spielen. Okay, da ist theoretisch... Ah nein. Irgendwie muss man doch da reinkommen können. Ah. Und vielleicht muss man erst den Schalter aktivieren? Nein? Ich konnte mich einmal hochziehen. Weird. So, ich kann mich nur an Wänden hochziehen. Ja, gut, okay, fein. Fein, fein. Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr da hoch, ne? Oh nein. Oh, ich habe einen Schalter angelegt. Ich bin jetzt verwirrt, wie das jetzt wirklich funktioniert hat, aber am Ende des Tages ist es auch egal. Au! Merke, dumme Idee, sich direkt in Piranhas reinzubohren. Ah, Piranhas überleben auch nochmal alles, das macht es nur noch dümmer. Aber... nicht verschwinden, falls ihr verschwinden könnt. Naja, was in dem Block da oben ist, werden wir nie erfahren, weil ich den nicht kaputt machen kann. Den da kriege ich jetzt auch nicht kaputt. Ahahaha. Hier, Dummköpfe. Au. Das ist schon besser. Ups. So, so. Und was haben wir da drin? Cool. Hätte den also aufmachen müssen, um Ausdauer zu bekommen, die ich gerade da unten nicht mehr hatte. Das ist natürlich... Kann man mal machen, ne? Mist. Ah. Hab's gleich. Ich bin gleich wieder da, wo ich sein wollte.
Das war dumm. Das war dumm. Das war. Okay. Ah, das ist nicht schlimm. Wir wissen ja. Checkpoints sind so nette Teile, die heilen mich sogar bis in alle Ewigkeit. Und noch viel weiter. Das ist ein Geheimgang. Also zumindest irgendwas ist da drin, wie man sieht. Haha. Wenigstens kann man die gut erkennen. Nämlich einmal die einmal zum unsinnigen Gestikulieren, weil ihr ja eh nichts davon sehen könnt. Die Hand vom Controller. Laufe einfach nur gepflegt nach rechts. Ja, und auf einmal taucht so eine Schildkröte auf. Oh wow. Hinfort, meine getreue Schildkröte. Ah, nice. Obwohl, gar nicht nice. Die hat Stachel. Ah, nein. Komm mal! Diese Schildkröten hassen mich. Da oben ist ein Weg. Da oben ist ein Weg. Ich werde ihn gehen. Ah ja, yeah. Das war unglaublich. Eigentlich brauche ich das arme Ding gar nicht verprügeln, weil der Checkpoint ist ja eh hier. War zu spät. Wow. Sollte den vermutlich eher ausweichen, weil ich an meiner Suppe bin, ne? Das ist eine kleine Mieze, oder? Mietz. Ah. Gute Seele. Ja, das bin ich. Also zumindest, wenn es darum geht, kleine Mietz-Tatzen einzusammeln. Oder Hunde. Da würde ich zumindest gerade keinen Unterschied machen. Das sind zwei Wortlaute, die bei mir sehr oft zusammen funktionieren. Ertrinke. Aua. Das schreibe ich mal einfach meiner Geldgier zu, weil ne, ich hatte gerade einfach versucht, alle Juwelen einzusammeln und das funktioniert natürlich irgendwann nicht mehr. Vor allen Dingen so hoch, wie wir geschossen werden, ewig. Okay. Ah, man. So kurz vorm Ziel noch abgenippelt wieder, aber gut, wie auch immer. Also ich tippe mal übrigens drauf, ne, nur mal so bei Schnauze, aber die Chance wird wohl sehr hoch sein, dass wir hier gegen diese Aquaria kämpfen werden, die Schwimmerin.
Man. Zwar nicht so, als gibt es keine andere Chance dafür, aber ich tippe mal drauf, dass es probiert. Jetzt wollen wir die kleinen Edelsteine sein. Club geheim, da hinter Wand. Club. Naja, da wo Seegras rauswächst, macht Sinn. Macht Sinn! Okay. Ich bin während der Ebbe in diese Höhle gekommen. Jetzt bin ich umgeben von Wasser und kann nirgendwo hin. Ich liebe es, Dinge zu erkunden. Ich liebe es, fast zu sterben wegen Wasser. Yeah! Guter Mann. Will sagen, kommt ein bisschen komisch rüber, aber ja, warum nicht? Ich liebe es, zu ertrinken. Nach unten, ha? Möchtest du wieder tauchen gehen? Nein! Machst du Wasser, während ich mit dir kämpfe? Bitte nicht. Hallo? Hallo? Mein Delfin und mir ist langweilig. Möchtest du mit uns spielen? Klar! Ich liebe Spiele! Hey, Bad Boy, vielleicht sind sie nicht unter Lord Wishes Kontrolle. Die Regeln sind simpel. Überlebe, solange wir dich zusammenschlagen. Vergiss es, sie ist total durchgeknallt. Keine Sorge, Aquaria, alles wird gut. Du wirst bald frei sein. Spielen wir. Okay, cool. Au. Du bewegst dich wie ein Fisch an Land. Dieses Spiel gewinnen wir. Hiromi, ich kenne alle deine Moves. Du kannst uns an Land nicht schlagen. Das kann man ändern. Ich hoffe, du hast deine Badehose dabei. Ja, well, Frick. Du musst jetzt ja unbedingt deinen Mund aufmachen, Bad Boy. Gib mir Luft. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Ah, komm mal! Ich kann nicht. Ich hab zu spät auf die blöde Luft geachtet, okay? Ah! Ich so, ah, das sieht gut aus. Viel Schaden, bla bla bla. Blablabla, bla, bla, ganz viel Luft und so brauche ich eigentlich, aber... Au. Total simpel, einfachster Boss bisher überhaupt, aber nein, ich ersupple. Weißt du, Bad Boy? Ja? Seit unserem letzten Training hast du dich echt verbessert. Du hast es auch drauf, glaub mir. Also, ist wieder alles in Ordnung? Na klar. Danke euch beiden, dass ihr mich befreit habt. Wir fangen gerade erst an. Lord Vicious wird dafür büßen. Bitte pass auf. Hier, ich werde dir eine Verteidigungstechnik zeigen. Okay. Das ist jetzt ein neues Training für mich. Drücke L1, um ein Blasenschild zu machen. Immer? Immer. Egal wo. Okay. Ist jetzt nicht super, super nützlich, aber die Tatsache, dass wir es können, ist schon mal gut. What? Das ist ein Blasenschild!
kann er mich bitte für vor spitzen Sachen schützen? Na dann schütt. Ich hab den Piranha berührt, sorry. Aber dann schützt er mich also auch vor dem, ne? Wow. Okay. Ich zeig dir einfach mal eine Unverwundbarkeitstechnik. Wow. Damit könnte der Hang zum Süßen tatsächlich gut funktionieren. Jetzt will ich allerdings einmal nur gucken, ob irgendwas passiert, wenn wir... wenn wir eine Katze gefunden haben. Oder einen Hund, wie auch immer. Hey, du, du siehst... ja, okay, nein. Im windigen Wald ist auf jeden Fall auch noch ein Hund. Gut, aber wir können Katzen kraulen. Auch das ist eine gute Sache. Anyway. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal werden Schlägerjunge und Garo den Freunden helfen und Lord Vicious hoffentlich einen Hinterntritt verpassen. Allerdings, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, abonniert meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und vor allen Dingen läutet die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bye bye!